Hallo liebe Leute, ich habe euch gerade schon ein Shopping-Haul gedreht und habe mir gedacht, ich mache heute noch ein Video. Und an meiner Stimme hört ihr auch, dass ich ein bisschen sauer bin. Und zwar nicht auf euch, keine Sorge. Nein, auf den Friseur. Und da kommt schon wieder ein Flugzeug, super. Wir werden mal heute in meinem Video die Flugzeuge zählen und das mal in die Kommentare schreiben. Also das ist Nummer 1. Ich war beim Friseur, wie ihr auch schon gesehen habt. Ich habe auch schon ganz viel gepostet. Wenn ihr mir auf Instagram und Facebook folgt, dann wisst ihr auch, was mir da passiert ist. Aber ich werde euch heute mal ein paar Bilder einblenden und nochmal alles genauer erzählen. Und zwar war das an einem schönen sonnigen Tag. Nein, und dann bin ich halt zu dem Friseur reingegangen. Hab dann noch gequatscht, wie ich das haben will. Er ein Bild gezeigt, das werde ich euch auch hier einblenden. Was ich halt genau haben wollte. Und auch gesagt, kaltes Blond, Aschton. Also alles auf Englisch natürlich, aber mein Englisch ist... Also das kann nicht an meinem Englisch liegen, weil mein Englisch ist momentan, also, wie sagt man das? Wurde nach einer Zeit, oder ist auf jeden Fall jetzt richtig gut geworden. Ich verstehe alles, ich kann mit jedem reden. Mein Deutsch ist schlecht geworden. Auf jeden Fall war ich dann bei dem Friseur, hab dir alles erzählt und so. Und ja, dann hat sie mir, die hat gesagt, ah, ich weiß genau, was ich machen soll und so. Ja, genau, das mache ich so. Und dann hat sie mir halt die Haare blondiert und hatte das so... Also als erstes so Folien gemacht. Ich blende euch das auch nochmal alles ein, wie das aussah. Auf jeden Fall hat sie mir so Folien gemacht und das erstmal nur hier drin gemacht und die Spitzen ausgelassen. Und dann immer weiter in so ganz, ganz, ganz kleinen Schichten. Ich dachte super, super, die Frau, die weiß echt, was die da macht, ne? Aber falsch gedacht. Also das wird noch echt schrecklich. Als letztes hatte sie mir halt auch noch die Strähnchen blondiert und so. Also die Spitzen, die sie rausgelassen hatte. Und dann wurde ich, das wurde noch nicht rausgewaschen. Ich war dann unter diesem Heater. Und das wurde dann aufgeheizt und ich musste halt eine längere Zeit warten. Und dann wurde das Ganze ausgewaschen. Und ich konnte das Ganze noch nicht sehen. Also hier werde ich euch noch ein Bild einblenden, wie das ausgewaschen aussah. Sah gar nicht schlecht aus. Ich habe es auf Facebook gepostet. Neues Flugzeug, zählt unbedingt mit. Und alle haben mir geschrieben, ja so schlimm sieht das doch gar nicht aus und so. Aber ich fand es echt schlimm. Also, nee, auf Instagram war das. Und dann... haben die so gesagt, ja komm, wir machen die Locken wie auf dem Bild. Und ich dachte so, ja nee, I want to have it straight. Weil ich dachte mir so, weiß nicht, ich wollte schon sehen, wie die Übergänge geworden sind und so. Und dann haben die mir Locken gemacht und dann sah das auch ganz anders aus. Kann ich euch hier auch nochmal einblenden. Also wie ihr gerade seht, sah das ganz anders aus. Und das sah auch viel heller aus, als es eigentlich war. Und als ich zu Hause war, habe ich mir dann Wasser an die Haare gemacht, damit ich das so richtig sehen kann, das Ergebnis. Und Leute, ich kann euch sagen, ich bin so schrecklich. Ich war total am Heulen. Meine Gasteltern haben sich schon gedacht, oh Gott, was ist denn da passiert? Und dann habe ich denen halt das gezeigt. Also da waren Flecken. Das war, jetzt könnt ihr das nicht mehr sehen, weil es ist, wie gesagt, gerettet worden. Und zwar war hier ein Fleck, das blende ich euch hier auch nochmal ein. Und die Übergänge waren schlecht. Es war gelb und im Friseur ist das Licht ja auch anders und... Ich habe mir schon so gedacht, irgendwas ist da nicht so, wie ich es haben wollte. Und die Farben haben einfach nicht zusammengepasst. Also meine Naturtonfarbe, die ich hier habe, und dieses Gelbe, was ich dann unten hatte, das sah einfach zusammen total schrecklich aus. Und ich mochte das überhaupt gar nicht. Und ich habe voll geheult, haben wir einen neuen Termin gemacht und ich musste so nach L.A. gehen. Also war auch super mit diesem gelblichen Blond. Auf allen Bildern, die ich gepostet habe, habe ich einen Filter drüber gemacht, damit es nicht ganz so schrecklich aussieht. Also wundert euch nicht. Ja... Es war, für mich war es echt schlimm, weil ich habe mich gefühlt wie so eine Assi-Bratze. Also bei mir, es heißt nicht, dass Platinblonde oder gelbe Haare asozial sind. Will ich nicht sagen, will ich nicht behaupten, wenn ihr gelbe Haare habt, kann super aussehen, also einen warmen Ton. Und bei mir sah es aber schrecklich aus, weil ich hatte hier meinen Ansatz und das sah wirklich einfach nur rausgewachsen aus. Und ich sah so Assi aus, ich sah schrecklich aus, es war... Horror. Ich habe mich total schrecklich gefühlt. Die haben sich auch total schlimm angefühlt und so von den Blondieren und waren gelb und hatten Flecken und das war auch hier so ein schlechter Übergang und manche Strähnen hier vorne waren richtig weiß. Also, boah, keine Ahnung. Das sah einfach schrecklich aus und ich habe mich total scheiße gefühlt. Auf jeden Fall haben wir dann einen neuen Termin gemacht und zwar konnten die mich erst am 31. nehmen. Das war jetzt vor 3 Tagen. Und ich habe euch in der Zeit auch keine Videos gedreht, weil ich wusste auch gar nicht, ich weiß nicht, ich wollte nicht so schrecklich vor der Kamera sitzen und ich habe so auch so ein bisschen mein Selbstbewusstsein verloren, wenn ich ehrlich bin. Wenn dann da irgendwas passiert, dann ist das echt schlimm für mich. Naja, auf jeden Fall war ich dann zurück beim Friseur am 31.
Und sie hat, die war auch ganz total nett zu mir und hat auch gesagt, ja komm, wie willst du denn das machen? Was ist denn da falsch? Und dann habe ich da die ganzen Punkte gezeigt, wie ich euch auch eingeblendet habe, wo die Flecken waren und so. Und dann hat die gesagt, oh yeah, we will fix that and this spot has to go and bla 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 bla. Und dann hat die mir einen Toner darüber gemacht. Also das heißt hier Toner. Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt. Ich glaube Tönung. Aber ich weiß nicht, ob es dasselbe ist. Auf jeden Fall so eine lila Kur vielleicht. Und das hat das alles arschig gemacht. Also jetzt finde ich das, jetzt bin ich richtig zufrieden. Ich muss mir jetzt noch Silbershampoo holen, damit das auch so bleibt. Also jetzt ist das schon wieder ein bisschen gelber als vorher. Aber so bin ich zufrieden. Also so stört mich das gar nicht. Das ist jetzt so aschiger geworden und so. Und jetzt finde ich es auch ganz gut. Also jetzt bin ich zufrieden. Und ja, jetzt ist es vorbei. Aber an den Bildern habt ihr bestimmt gesehen, wie schrecklich es aussah. Wenn ihr schlimme Erfahrungen beim Friseur hattet, schreibt mir das bitte mal in die Infobox, weil ich fände das echt interessant. Also wenn ihr was hattet, so wie es nicht sein sollte. Bei mir, kurz gefasst, es war gelb, es war fleckig und meine Haare waren kaputt. Und durch diesen Toner sind die auch wieder weicher geworden. Weiß auch nicht, wie das geht, aber ja, die fühlen sich auf jeden Fall echt wieder gut an. Und so sehen die jetzt auf jeden Fall aus. Ombre Hair würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Also es ist nicht genau das, was ich haben wollte, wie das auf den Bildern aussah, die ich ihr gezeigt habe. Aber ich bin okay damit. Also ich lasse die jetzt einfach rauswachsen, lasse die noch länger wachsen und dann ist das für mich in Ordnung und gegessen. Und ja. Und ich hoffe, dass ihr eure Hair Disaster Erlebnisse mit mir teilt, und zwar in der Infobox. Schreibt mir das da unbedingt mal rein, mich interessiert das da wirklich. Und das war's dann auch eigentlich schon. Also ich wollte euch nur kurz die Geschichte erzählen und für mich war das wirklich schrecklich, auch wenn ich mich jetzt nicht mehr so ganz empört anhöre. Also in dem Moment, ich habe echt geheult und ja, sie waren gelb. Dieses Mal habe ich ja auch euch wieder auf meinem Instagram-Kanal gefragt, also ist mein Handy, ob jemand von euch gegrüßt werden soll. Und ich habe da wieder häufig Kommentare bekommen. Werde jetzt einfach mal wieder ein paar Leute raussuchen. Und zwar fällt mir da als erstes auf Helenes Beauty Palace. Die hat mir total viele Nachrichten darunter geschrieben, hat mein Handy zugespammt, das habe ich richtig gemerkt. Das war echt süß. Sie hat mir geschrieben, bitte, ich habe schon ein paar Nachrichten geschrieben, bitte, 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 bitte ich, dann hier, noch tausendmal bitte und so, die ist echt süß. Ja, Helenes Beauty Palace, dann grüße ich dich und wünsche dir auf jeden Fall, dass du einen ganz, ganz schönen Tag hast und dass dir auch mein Video gefallen hat. Und ich hoffe, du hast die Flugzeuge gezählt, also die du gehört hast. Schreib mir das mal in die Kommentare, mach das mal alle, würde mich interessieren. Und dann Alexandra XOXO 2003. Ich bin Alexandra und ich finde das immer total süß, wie du das mit den Erwähnen machst. Und ich gehe mal davon aus, dass ich nicht erwähnt werde. Aber man soll ja nie aufgeben. Außerdem bist du total hübsch. Auf jeden Fall wünsche ich dir noch viel Glück bei YouTube und würde mich total freuen, wenn ich später in deinem Video sehen würde, dass du mich erwähnst. Und ich hoffe natürlich, dass ich dir damit eine Freude machen kann. Und du hast recht, man darf niemals aufgeben. Ich kann euch auch nicht alle erwähnen. Ich finde das immer so lustig, weil Ich wünsche euch so einen schönen Tag und so, und ihr freut euch da einfach drüber, euren Namen zu hören, und da freue ich mich natürlich auch, deswegen mache ich das auch immer gerne für euch. Aber es wäre auch nichts Besonderes, wenn ich einfach jeden erwähnen würde, deswegen dürfen sich immer drei Leute freuen und ich hoffe, dass ihr auch nicht aufgebt. Und dann haben wir noch, muss ich mal gucken, boah, das sind echt viele Kommentare, das ist krass. Ich bitte, du bist meine neue Lieblings-YouTuberin. Ich heiße Charlene, wird Charlene ausgesprochen. Und Charlene, dann grüße ich dich auch noch und wünsche dir einen ganz, ganz schönen Tag. Und euch allen wünsche ich einen ganz, ganz schönen Tag. Und Charlene, ich hoffe, dass dir mein Video gefallen hat und dass du dieses auch wieder guckst. Und das war's dann auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, dass euch mein Hair-Desaster gefallen hat. Also mir hat's nicht gefallen, aber schreibt mir das mal in die Kommentare, ob ihr sowas auch hattet. Schreibt mir die Anzahl von den Flugzeugen, die natürlich mal wieder durch hier rüber geflogen sind. Einfach in die Kommentare. Ich hoffe, dass ihr einen ganz, ganz schönen Tag habt und dass ihr alle glücklich und gesund seid. Und das war's dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!